Wir sind am Weg auf der Fager Almstraße zur Trinker Alm. Das wäre das Endziel heute. Also eine typische Herbsttour. Und schon wieder das Dachsteinpanorama. Und natürlich da oben der Rossbrand. Ja! Ja, wieder mal der Dachstein. Unglaublich. Steilauffahrt zur Fagerulm, eigentlich Trinkeralm. Ja, wir schauen uns das nicht das erste Mal an, weil sonst fährt man solche Touren eigentlich eh kaum. Ja, die Fageralmstraße zur Trinkeralm, das wäre unser höchster Punkt heute. Ja, steigt ganz schön, muss ich sagen. Ja, es ist allerdings eine One-Way-Strecke, das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder gleich zurück fahren. Es gab zwar auch einen Wanderweg, das müssen wir uns aber erst anschauen. Ja, traumhaft das Dachsteinpanorama. Jetzt kommen wir da ins Freie nämlich außer. Traumhaft. Thank you.
Wahnsinn, geil. Das gesamte Dachsteinpanorama. Unglaublich. Herrlich. Bis runter zur Bischofsmütze. Panorama, quasi vom Hochkönig zum Dachstein. Haben wir alles drei. Irre. Das ist so cool. Unglaublich, ein Panorama. Die Bischofsmütze und dann das berühmte Dreigestirn, Dorstein, Mitterspitz, hoher Dachstein. Da vorne ist unser Endziel, die Trinkerhütte. Das ist schon überragend. Traumhaft. Die Formstimmung einzigartig. Meter zu trinken, wie wir auf. Und haben es geschafft. Echt ein tolles Platzl da herum. Ein Wahnsinn. Fagerolm. Toll. Spitzenmäßig. Ja, die Trinkalm, der Endpunkt der Tour. Da gibt es nichts mehr weiter auf. Traumhaft, wir haben unser Ziel erreicht. Die Trinkerhütte. Unglaublich. Don't we live?
Fahren wir zurück nach Forstau, wo wir gestartet sind. Ja, lässige Tour gewesen, obwohl es nur Einwegstrecken ist, also das heißt gleich zurück runterfahren, wie wir aufgefahren sind.